Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Projekt D. Ich habe ja ein Lied, was ich gerade zufällig gefunden habe. Das erinnert mich irgendwie an einen schlechten Porno. Wir fangen damit an. Na du? Alles klar bei dir? Ja, und bei dir? Ach, einfach unglaublich. Sehr, sehr süß, sehr, sehr süß. Da wünscht man sich doch, Pornodarsteller zu sein. So, was machen wir heute? Wir haben ja letzten Part das ME-System angefangen zu bauen. Es ist aber schnell klar geworden, dass wir damit nicht weit kommen werden. Wir haben nämlich nicht genügend Energie. Und davon abgesehen haben wir auch nicht wirklich genügend, ne, und so, ihr wisst. Demnach, wir haben nicht genügend Ressourcen, wollte ich sagen. Und deswegen müssen wir halt nochmal farmen gehen. Weil ohne Farm kein Harm, Darm. Ne, ihr wisst schon, ne? Da ist nichts dran. Da was dran. Hier haben wir noch was. So. Können wir die mal durchbrennen? Im Flux in die Brennerei werfen. Machen wir unser Inventar mal leer. Das kommt hier rein. Und Rubber tun wir auch mal da rein. Und jetzt so den Quatsch, den wir hier nicht brauchen. Zack, da ist er weg. So kann man das Inventar auch schön leer bekommen. In der Kiste ist Platz, sehr gut. Das passt ja soweit. Was zu essen brauchen wir dann noch? Essenskiste, was bietest du mir an? Jetzt geht's aber auch nicht so die Masse hier an Essen, ne? Wo sind meine ganzen Brote hin? Acht Brote? Werden acht Brote wohl reichen? Ich bezweifle es einfach mal. Musik ist vielleicht doch etwas laut. Oh, da draußen ist ein Meteor eingeschlagen. Wo ist der Meteor eingeschlagen? Da vorne, ja, gut, von mir aus. Solange er nicht in meine heiligen Hallen hier einbricht, ist mir alles in Ordnung. Ist mir alles recht. So, Essen haben wir ein bisschen. Dann vermöbeln mal kurz die Genossen hier. Und geben dem ein bisschen auf Fresse. Ja, eigentlich brauchen wir noch mehr zu essen. Wir brauchen mehr Essen. Genitiv. Dann nehmen wir so diese acht Fleisch hier raus. Jagen die mal kurz hier rein. Und dann gehen wir in den Untergrund. Farmen die Harmen. So, Mob Drop. Schön, so ein bisschen sortiert zu haben, ne? So, und jetzt können wir von mir aus nach unten gehen. Und tschüss. Aber essen ein bisschen, weil der Server ist ein bisschen am Laggen. Kann auch an mir liegen, weil ich gerade hochlade. Ist wahrscheinlich, ist eventuell wahrscheinlicher. Machen wir mal hier die Erde weg. Hinter der Erde findet man auch eigentlich immer recht gut Rohstoffe. Wie da oben an der Decke zum Beispiel. Oh, es hängt aber tierisch. Ja, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Wir können uns hier aber jetzt mal unser, die ist voll auch noch. Da haben wir hier alles drin. Oh, wir hatten ja die ganzen Steine auf den Weg geworfen.
Ist ja schon echt assi. Die ganzen Leute, die immer die Steine durch die Gegend werfen, ne? Die sollte man auch echt verfluchen. Na gut, unter die Stadt sollte ich jetzt vielleicht nicht bauen. Auch wenn ich das gerade effektiv mache. Von dahin, ja. Und das Redstone hier nochmal mit und das Redstone auch. Also zum Farmen kann ich eigentlich auch den anderen Bag auch rausholen. Hier kommen ja dann die ganzen guten Sachen rein. Zack. Dann können wir hier jetzt mal den Scheiß reinpacken. Und dann können wir uns hier mal schön etwas in diese Richtung buddeln. Ja, gerade habe ich mich final dazu entschlossen, dass jetzt am Tag zwei Folgen kommen. Heute ist der 10.3. Und ich denke mir so, ja, kann man ja eigentlich mal machen. So zwei Folgen am Tag. Ja, das hier ist jetzt das Problem, was ich oft habe. So, genau, das ist nämlich, wenn sich diese Scheiße mal zurücksetzt, gibt es schon leicht auf den Senkel. So, gehen wir mal hier unten jetzt ab hier farmen. Und farmen uns mal unter die Wüste. Und schauen, was uns hier so erwarten wird. Diamanten! Diamanten nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Diamanten werden wir in Zukunft ja auch noch eine Menge brauchen. Und Eisen. Redstone sowieso. Hier unten sieht auch wieder ganz nett aus. Eisen. Ja, zwei Folgen am Tag bedeutet, ich kann mehr spielen. Bedeutet, ich komme schneller voran. Bedeutet, ich habe den anderen Spielern gegenüber einen kleinen Vorteil. Dann nehmen wir noch mehr Diamanten. Wir untergraben hier einfach mal. Ja, Creepy, danke. Das freut mich, dass du so Spaß daran hast, mich hier zu sabotieren. So, hier sind wir wieder auf Ebene 8. Und finden direkt Gold. So bietet sich... Ach, schon wieder Gold. Sehr gut. Was wir haben, nehmen wir mit, ne? Ich meine, warum auch nicht? Das sind gute Rohstoffe. Die kann man doch noch gebrauchen. Genau wie diese Lava hier unten. Habe ich dafür vielleicht mal etwas Cobblestone? Für diesen Fall sollte ich immer etwas Cobblestone auf Tasche haben. Okay, da kommt mir jetzt zu viel Lava raus. Das lassen wir dann, glaube ich, mal. Ja, das lassen wir.
Dann graben wir uns dann ein bisschen weiter in die Richtung. Das ist auch ein Loch. Hier kommt es überall Lava. Okay, dann buddeln wir hier weiter. Da, wo hoffentlich nicht so viel Lava ist. Sagte er und stieß auf Lava. Dann graben wir uns in die Richtung. Da ich persönlich ja eh keine Probleme mit. Einfach mal die Richtung zu wechseln. Haben wir hier wieder Dark Iron. Dunkles Eisen ist gut. Wofür, weiß ich nicht. Aber wir werden es nutzen können, denke ich. Dark Iron Ore. Und wieder mehr. Das ist sehr gut. Was haben wir denn da oben? Ach, da ist nichts. Okay. Vielleicht dann wieder ein bisschen höher. So, auf 8, 9. So, hier ist gut. Und für direkt die nächsten Diamanten. Nehme ich natürlich liebend gerne mit. So, jetzt in diesem Part farmen wir Rohstoffe. Die wir dann im nächsten Part brennen werden. Und dann werden wir im Haus etwas weiterarbeiten. Ich habe mir da letzte Nacht ein paar Gedanken gemacht. Dark Iron, komm her, dankeschön. Gold, kommst du runter? Dankeschön. Da ist meine... So, sehr gut. Eisen. Eisenpuppeisen. Oh, oh, jo. Ja, ah. Und da hat mein Handy gebimmelt. Ich würde ja gerne mein Handy auch während der Aufnahme ausmachen. Allerdings geht das schlecht bei mir, da ich erreichbar sein muss. Da kommt der Lazak. Der schon wieder eine Folge auf, ich glaube dir nicht. Wir haben gestern Abend so eine fette Aufnahmesession gemacht. Oh, Redstone. Ja. Dann graben wir mal weiter. Ja, er macht das Gleiche nämlich auch. Und von daher sind wir da recht gut aufgestellt, wir beiden. Nein, ich muss sagen, hier Lazak und Kojan und auch Psycho, wie heißt er? Was war das denn für ein Geräusch? Ingress. Okay. Ich finde da recht gut Diamanten heute, ne? Kann mein Handy mal aufhören, hier diese komischen Geräusche zu machen, bitte? Ich will das jetzt nicht sehen.
So, um 3 Uhr muss ich los. Wir haben jetzt 14.18 Uhr. Das heißt, diesen und noch einen Part kann ich machen. Genau die beiden Parts, die ich machen wollte. Ja, was ich gerade sagen wollte, hier Koyan, Yasakfly und der andere, dessen Namen hier nicht Psycho, ihr wisst ja nicht mal, der andere. Sind recht nette Gesellen, muss ich sagen. Finde ich echt cool, die Jungs. Na, was kommt denn hier für eine Schicht an Gravel runter? Mit der war nicht gewettet. So, hauen wir hier noch ein bisschen kaputt. Unser Inventar sieht auch schon gut gefüllt aus. Auch für die guten Sachen haben wir anscheinend keinen Platz mehr. Oh, hi Cowboys, schön euch zu sehen. Na, wie geht es euch? Habt ihr Lust auf einen kleinen Ritt? Ein kleiner Ausritt? Dann seid ihr hier genau richtig bei mir. Wir reiten in die Welt des Minecrafts. Der kleinputzigen Blöcke. Oh ja. Die kleinputzigen Blöcke sind unsere Freunde. Eisen aufgenommen, oh ja. Eisen, daraus können wir uns einen schönen Unterstand bauen für unsere Pferde, die wir Nebel setzen werden. Aha, oh yeah. Sehr gut. Hier haben wir auch noch schön. Oh, gerade kam was in der Skype-Konferenz. Wir haben ja für dem Projekt hier eine eigene Skype-Konferenz. Der da auch mal Bescheid wisst. Ich kann natürlich jetzt auch mal hier mein Enderback nehmen und da schon mal gute Sachen reintun. Damit die nämlich dann damit die dann schon mal sicher sind. So, hier haben wir Eisen schön. Noch mehr Redstone. Kann alles ruhig mitkommen hier. Hier haben wir noch mehr Eisen. Oh, Lapis. Lapis ist gut. Lapis ist sehr gut. Ferris können wir auch mal mitnehmen. In der Theorie sollten wir immer alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich weiß doch leider nicht mehr, wo wir sind. Werden die wieder nach Hause finden? Ich weiß es nicht. Aber die Kohle kann ich mir nicht entgehen lassen da oben. Die sieht so verführerisch kohlig aus. So wie eine Kohle aussehen muss. Ah, hier drüben noch mehr Rohstoffe. Ich bin im Rohstofffahren. So müssen sich damals die Goldgräber gefunden, gefühlt haben. Mit ihrem, Goldgräberwahn. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendwie nach Hause kommen. Unser Grundstück ist ja nicht so klein, als dass wir es nicht, finden könnten. Jetzt können wir hier den ganzen Quatsch, den wir nicht brauchen. Eben nach Cobblestone. Wegschmeißen. Falls du auf dem Weg nochmal interessantere Sachen findest, ist Cobblestone. Sowas hier zum Beispiel. Oder sowas hier. Oder sowas hier.
dann über den Boden mal zurück nach Hause. Über den Boden der Tatsachen. Dann können wir jetzt hier mal hochbuddeln. Sehen, dass wir hier oben noch Redstone in der Wand haben. Die wir dann mal ausbuddeln. Also die Wand buddeln wir kaputt, das wird dann aus. So. Dieses Arch-Magic-Zeug hier. Ist viel zu viel verstreut in der Welt. Dann braucht man auch gar nicht so viel. Oh, Eisen, Eisen, Eisen. Und Dias, Dias, Dias. Nicht mal wenig Dias. So, jetzt gucken wir mal, dass wir nach Hause kommen. Ich den Part beenden kann. Ja. Oben ist Kohle. Natürlich auch noch mit. Wer hat die Kohle vergessen? Das war doch wohl nicht ich. Kohle ist wichtig, Toffer. Willst du noch in den Arsch beißen, wenn du keine Kohle hast? Echt, ey. Guck mal hier oben, alles voll Kohle. Mal Licht für euch. Gold. So ein Spaß. Da, noch mehr Gold. Kann ich auch schlecht liegen lassen. So, wir sind unter meinem Haus wieder. Unter dem Meer. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich kann einfach nicht aufhören. Nein, auf nach Hause. Nichts mehr mitnehmen. Und das hier kann man ja nochmal... So, ab in die Fledermausform und nach oben. Wo habe ich hier meinen Ausgang? Da habe ich einen Ausgang. Egal welchen Ausgang, ich nehme ihn. Ein Zimbel-Zombie, wuhu. Gut, meine Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss.